Ja, okay, wenn du hochgehst, sehe ich einen Parameter. Okay. Ach, hier sind wir. Lass uns den Turm hier hinten nehmen. Bei Hole in the Wall. Ja, hier ist auch ein Scav-Spawn, ne? Scav-Exit. Okay. Ne, auch ein Spawn hier direkt bei dem Flugabwehrpanzer. Ja. Ein Spieler-Scav, meine ich. Ja, wir hätten gerade gute Witterung. Gehen Erdgeschoss rein, lauf nach rechts zum rechten Häusereingang und dann nach oben. Folgst du mir? Ne, ich bin ungefähr 10 Meter hinter dir. Okay. Magazin ist voll. Gut, ich bin dran. Hinter dir. Ich würde dir mal den Rückendeckung geben. Etage höher. Jetzt muss ich mich hier mit der Tür reinbacken. Okay, ich gehe noch mal hoch. Hast du die Tür geöffnet? Ja, aber ich war in dem Raum drin, wo du gerade die Tür zugemacht hast. Hier gibt's nichts außer Wodka, den kannst du dir mal nehmen. Gehen wir noch eins höher. Wenn du willst, können wir auch hier oben snipen. Oder wir questen eher. Du kannst halt versuchen, mich zu snipen. Ich habe halt nichts zum Snipen bei. So. Das wäre schon mal eine Aufgabe. Ja, wollen wir questen oder eher PvP? Ich bin da offen. Klär mal kurz das Gebiet auf, ich gehe hoch aufs Dach. Komm hinter dir. Also hier gibt es noch ein anderes Treppenhaus. Genau. Sind beide zu jetzt? Sauber. Dome und das andere Gebäude mit dem Dachgeschoss ist heiß. Das Eklige ist, dass die Leute auch aus dem Keller kommen können, aus dem Untergrund. Fisch. Oh. War eher links vor uns. Ja, ich check mal, ob ich hier reinkomme. Ja, ich bin hier drin. Drück mir die Daumen, dass ich es hinbekomme. Okay, ich bin noch eine Etage höher. Bin gleich ganz auf dem Dach. Bin ganz auf dem Dach. Willst du dort die Position halten? Nee, ich hätte das Dach gesichert. Okay. Ich laufe unter dir mal ein bisschen. Ja, ich hab mich da auch richtig reingebackt. Okay. Ich komme nochmal hoch aufs Dach. Dach ist gesichert. Ich mach mal die Tür zu. Ich bin im grünen Zelt.
sehe wen, ich weiß nicht, ob es Spieler oder Skeff ist. Hast du einen Schalldämpfer? Dann feuerfrei. Ja, zu weit weg. Ach, da hinten. Ich checke gerade mal einen weißen Bauer. Sieht leer aus. Hier weiter. Oh Gott. Vorne steht er noch. Ja, ja, ich sehe. Würde ich leben lassen. Scaff oder? Scaff, rote Jacke. Dann wäre ich schon abfahrtsbereit. Auch. Ich check nochmal unten die Orte. Oh, hier ist ein Rucksack. Armor Repair Kit. Ich scheiß mir ein. Das ist 400.000 plus wert. Helikopter scheint immer noch keiner zu sein. Ah, andere Seite oben auf dem Dach. Spieler, würde ich sagen. Bei den Springergebäuden? Ja, hier direkt rechts von uns. Siehst du? Nee. Hier direkt rechts von uns bei dem. Ich weiß ja, wie es heißt. Ja, das da. Ach da, ja, ich sehe ihn. Kriegst du ihn? Warte, warte. Ich könnte jetzt auch schießen. Ich weiß nicht, wie der gerade gestorben ist. Ich glaube, das war ich. Ja, ja, das warst du. Wollen wir rüber? Warte. Wenn ich wüsste, wie man da richtig aufs Dach kommt. Okay. Wir haben gerade synchron geschossen, deswegen. War eine gute Chance, dass wir es waren. Ich glaube, ich war es eher nicht. Egal, ich gehe runter. Bin schon Treppenhaus, hab's gesichert. Wir schleichen uns zu den Gastanks, jetzt wird gequestet für dich. Ich will zuerst den Kerl holen gehen. Armor Repair Kit oder was? Ja, für den Rucksack halt. Aber das schränkt unsere Exits ein. Ja, das Armor Repair Kit ist halt... Ja, das ist halt drei Loadouts wert. Bei mir sogar okay, fünf. Sprinten. Fünf bei dir sogar. Die Fronttür. Ich weiß, wie man hochkommt. Dazu müssen wir aber uns wieder rausschleichen. Auf einem von diesen Gebäuden hier ist mal ein Airdrop gelandet. Ich checke Bauergebäude. Den Kai suchen, der liegt hier. 25, willst du? RD hat er. Ich schleiche mich hin. Ich habe noch nicht geguckt, wer ihn getötet hat. Oh, oh, holla die Waldfee. Ich habe ihn getötet. Ich scheiß mir ein. Du kannst seine... Willst du seine RD haben? Ja, würde ich holen. Und seinen Helm. Also generell seine Armor und den Scheiß. Ja, ja, kannst du haben. Ich scheiß mir ein. Ja, wie war der equipped, bitte? Was hat der für Grütze gesammelt? Der hat ja mal alles mitgenommen. Alter, wie viel Munitionsreserven? Willst du die BP mitnehmen? Ja, Sekunde, ich schon mal seine Armor. Ich hätte eigentlich schon alles, was ich mitholen wollen würde. Na gut. So. Jetzt guck mal, wie ich mein Wirk hingeschmissen da. Okay. Zeitlich 16 Minuten. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Verteidige mich mal. Warte, komm ins Gebäude rein, ins Treppenhaus. Ja, shit. Ich esse gerade. Ich bin beim Treppenhaus. Okay. Du hast ihm übrigens auf die Brust ge... Der Brustkopf hat da Treffer gekriegt. Mhm. Der Helm sah auch ein bisschen angekratzt aus, oder? 38. Ja, 39 von 40. Na gut.
Schaue ich mir meine Sets an. Machen wir jetzt Operation Body Armor? Oder? Ja, wenn du sie haben willst. Das wäre halt schon Bombe. Der hat auch relativ guten Scheiß dabei gehabt. Dafür, dass er so eine Grütze zusammengesammelt hat. Naja. Ah, noch eine Etage tiefer. Wie sah sein Rucksack aus? War der full? Oder? Ja, aber der hatte PP, 120 Schuss, PS, eingepackte Munition. Hatte. Ja, vielleicht so eine Schwarzmarkt-Hure dann. Ja. Bitte probier jetzt nicht alle Gadgets von ihm aus. Ja, ich hab nur, so jetzt Laser. Er hatte Laser-Dings-Kombi. Okay, jetzt wird's knifflig. Aus, Gav gehört. Okay. Wollen wir ihn ignorieren? Ja. Gut. Dann rechts ins Treppenhaus, hinten. Ich gehe hinten rein. Ich mach schon mal die Bunker-Door auf. Ach, das... Zur Ablenkung, oder? Ja, mehr oder weniger. Das ist eine gute Idee. Und damit wir es nachher ein Ticken einfacher haben. Oh. Die Rüstung frisst ohne Ende. Ich bin auf dem Dach, ich renne. Armory Packet ist noch da. Komm her, Schnuckiputz. Ja, da geht der richtig einer ab, ne? Nachdem ich im Night Run bei dem gestorben bin. Okay. Warten wir jetzt auf den Reset von dem Ding, oder? Wir könnten halt noch... Du willst wahrscheinlich raus, ne? Na, jetzt schaffen wir es, glaube ich, nicht mehr. Oder es wäre zu schwierig. Dann würde ich nämlich einmal in Basement reingehen, schnell mein Ding da machen. Ach, du willst jetzt in den Untergrund? Ja, jetzt wo die... Die, wo jetzt auf PvP aus sind, werden wahrscheinlich halt jetzt für Hermetic Door ziehen. Ja. Mit ein bisschen Glück. Das ist eigentlich nicht schlecht. Okay. Dann würde ich dir mal einen Vortritt lassen. Willst du... Hast du was vollautomatisches bei? Ich hab... Ne, ich hab. Na, die VSS ist. Jetzt ist sie vollautomatisch. Ich muss sagen, worüber wir müssen. Ja, hier links. Links. Rechts, links? Ich glaube rechts. Nee, nicht runter. Da geht's zu D2, da wollen wir nicht hin. Genau. Na, Teil 1 erfüllt. Sauber. Hier links. Ja, da, hinter, in den Kampfbereich rechts, wo die Sandsäcke sind. Geradeaus. Ich hab da, glaube ich, gerade was. Hier rüber. Ja, ja. Ich hab da, glaube ich, gerade was gehört. Ja. Noch einer? Rennt. Ich hab einen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich bin... Bin ich? Ja. Habe ich noch Schmerzmittel. Zur Not zieh dich zurück. Wollen wir eher resetten? Ne, ne. Es ist noch einer. Ja, ich glaube, das war ein Raider.
Lad nach. Ich gehe hier unter die Treppe. Gut, was haben wir denn hier noch an Heilung? Brauchst du auch noch Schmerzmittel? Ja, One Vader. Brauchst du Heal? Ich hab noch, aber wenn du was mitnehmen kannst. Ich hab ein A-Fuck. Ja, ich verwende gerade meins aus der Pouch. So, was ist mein letztes Körperteil? Gut, Questen oder was? Ich würde halt noch die Quest mitholen, wenn wir eh gerade da sind. Okay, wo bist du? Ah, du bist da bei der Leiche. Ja. Will ich auch mal reinschauen? Wir haben nichts mehr Gutes. Ich nehme die Kedia. Hast du den zweiten jetzt getötet? Ja, einer ist auch hier vorne links irgendwo hingelaufen. Okay, da würde ich eher nicht hin. Außer du willst ihn unbedingt töten. Gut. Hier hinter, geradeaus da in den Raum mit den Sandsäcken. Und dann die nächste links. Ja, genau. Und hier wollen wir rechts, durch die Räume. Genau, ich bin bei dir drin. Und hier geradeaus. Ja, hab's. Hast du? Dann nehmen wir denselben Weg wieder zurück. Willst du hier noch was looten? Nee, ich scheiß mir sonst ein von den Spielerscuffs. Okay, ich bin weiter links. Und hinter dir? Bin wieder bei den Raidern. Ja. Auf zum blauen Exit. Was? Ja. Auf zum blauen Raum. Ich muss nachladen. Schritt vor. Spieler Scuff. Himmelt da irgendwo noch ganz hinten? Ja, Lara, ich kann gerade nicht. Ja. Ich schreibe sie gleich an, okay? Ist angehittet. Da hinten. Sauber. Ich muss kurz mein Buch heilen. Hast du einen Rucksack dabei? Ja. Okay, dann mach mal Reset, Hermetic Door, okay? Ganz kurz einmal den Spielerscuff freigucken, wenn du mal Deckung gibst. Das ist ein Raider. Der hat Raider-Geräusche gemacht, oder? Was? Him? Ja, ein Spielerscuff. Okay, wer soll den Hebel betätigen? Oh, ne, hab ich ja schon gemacht. Wie bitte? Hermetic Door ist offen. Ne, wir müssen... Hab ich ja gemacht, zur Ablenkung. Ne, wir müssen ja nochmal betätigen. Der ist nur offen, wenn man den Schalter betätigt. Oh. Na dann, Feuer frei. Okay. Wir gehen dann rechts in den Bunker rein. Nicht der, wo Hermetic Door ist, und laufen dann diesen Schlauchgang durch, okay? Ja. Wenn wir das zeitlich schaffen. Ja, wir sind ja schon mal hier beim Bahnhof. Ich würde jetzt geradewegs zum Bahnhof. Ja, links um rechts umgehen. Vor uns? Ja. Raider? Oder? Nee. Oh, der Drecksack.
Kannst schon mal vorgehen, wenn du noch Schuss und alles hast. Ich bin nächster Zug. Ich heile mich nochmal. Hab mir ein Schmerzmittel gepoppt. Ich bin ganz rechts. Ja, ich folge dir. Links sind noch welche, ignoriere immer. Gut, und dann hier rein. Ja, dann Feuer frei. Ja, ich habe keine Ausdauer und ich bin auch schon klinisch tot. So. Lass mich vorgehen. Ja, warte. Kannst. Ignoriere den, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Exit. Sauber. Das lief viel zu gut hier am Ende. Oh. Alter, die Leute sind sowas von auf Leckmeter bei mir gegangen in dieser Runde. Die ganzen Raider meinst du? Ja, und Scuffs. Oh, schön. Oh, eine geile Runde. Ja. Ja, waren wirklich Raider. Ach hier, Guard. Weiß nicht, ob das zählt. 25er Spieler. Auf 79 Meter geheadshottet. Und weißt du, ich hatte ja meine VSS auf Dauerfeuer und hab eine kurze Salve abgegeben und wusste nicht, dass sie den schon tötet. Ja, der erste war halt wirklich die Brust, der zweite straight in den Kopf rein. Ja, ja. Und der Helm hat den Ricochet, da hast du nochmal Glück gehabt. Gerade auch, weil der einen Rücken gezeigt hat und dann wahrscheinlich nach unten geschaut hat, also hat er eine geringere Dings. Aber sind wir jetzt mal ehrlich, der ist aufs Dach gegangen, ohne irgendwie sich mal umzugucken. Na, so ein bisschen hat er. Oder er hat nach Loot geschaut. Nee, ich hab mir zugeguckt relativ lange, so. Er hat sich nicht umgeguckt. Du alter Voyeur. Er ist da einfach rein und hat aufs Beste gehofft anscheinend.